Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach und ich grüße euch heute hier bei einem neuen Video. Heute gibt es mal was ganz Besonderes, denn heute gibt es ein Interview, ja, und zwar ein Interview mit Sven Grüttefien. Ich weiß nicht, ob euch der Name sofort auf Anhieb etwas sagt, aber wenn ich euch gleich sage, welche Website er ins Leben gerufen hat, ich glaube, dann wird euch das schon ein Begriff sein. Die Website ist nämlich umgangmitnarzissten.de. Und wenn ihr da auf Google eingebt, Narzissmus, Beziehung mit Narzissten und so weiter, dann werdet ihr sehen, dass das eine der ersten Webseiten ist, die da erscheint. Und ich freue mich, heute habe ich ihn hier am Telefon, Sven Grüttefien. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier für dieses Interview, dass wir dann so ein paar Fragen beantworten können, vor allem für alle, die vielleicht diese Website noch nicht kennen, die umgangmitnarzissten.de, und das wäre ganz, ganz super, wenn Sie einfach mal erzählen, was man dort lesen kann, worüber man sich informieren kann und ja, um was es da geht und was die Zielgruppe ist Ihrer Website, das wäre ganz prima. Ja, sehr gerne. Also meine Webseite bietet im Grunde Informationen rund um das Thema Narzissmus. Es beginnt mit der Definition, was ist überhaupt Narzissmus, wie grenzt sich gesunder Narzissmus zum krankhaften und bösartigen Narzissmus eigentlich ab? Welche Eigenschaften haben eigentlich so diese typischen Narzissten? Welche Kriterien beinhalten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und wie äußert sich eigentlich das typische narzisstische Verhalten in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, aber auch in Beziehungen am Arbeitsplatz, in der Familie oder gegenüber Freunden? Und wie kann man sich eigentlich gegenüber dieses narzisstische Verhalten in Beziehungen richtig einstellen? Also auf der Seite finden Sie viele Tipps zum Umgang mit Narzissten. Darüber hinaus gibt es einen Blog, wo regelmäßig neue Beiträge erscheinen zu dem Thema und wo das Thema Narzissmus immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird. Zudem biete ich auch weiterführende Bücher an, die noch spezielle Themen vertiefen. Zum Beispiel, wie erkenne ich eigentlich ganz genau einen Narzissten? Wie kann ich mich von einem Narzissten trennen? Oder wie ist es eigentlich nach der Trennung, wenn ich dann noch gemeinsame Kinder mit einem Narzissten habe? Wie kann ich da eigentlich den Umgang gestalten, damit es nicht in zu viel Stress ausartet? Das sind eigentlich die wesentlichen Inhalte der Webseite. Genau, also da gibt es ja wirklich wahnsinnig viel, also neben diesen vielen Infos, die man ja lesen kann, auch der Newsletter, was Sie gesagt haben, wo man ja regelmäßig immer informiert wird, auch immer wieder über Themen, wo man selber gar nicht so darauf kommt, also da wird wirklich jede Seite da beleuchtet und das alles trägt ja dazu bei, das noch besser zu verstehen und eben zu erkennen, wie das alles zusammenhängt, genau. Und Sie sagen, darum geht es ja auch. Und das ist ja der tiefere Sinn eigentlich auch dieser Seite. Hier soll ja Aufklärungsarbeit stattfinden, dass man eben diesen Narzissmus, der sich ja in so vielen unterschiedlichen Situationen äußert, erkennen kann und auch zuordnen kann, auch sich selber sicherlich in vielen Beiträgen erkennen kann und sagen, naja, das trifft auf mich selber ja auch zu, obwohl ich eigentlich nicht mich als klassischen Narzissten bezeichnen würde. Aber narzisstisches Verhalten hat eigentlich ja jeder Mensch. Es geht ja hier darum, auch die Schwelle zum Pathologischen zu erkennen, ab wann ist es eigentlich wirklich krankhaft und im zwischenmenschlichen Miteinander wirklich auch schädlich. Das ist ja ganz, ganz wichtig, ja, weil gerade auch auf meinem Video, YouTube-Kanal, kommen ja auch immer ganz, ganz viele Fragen. Warum ist das so und warum verhält der andere sich so? Und da hat man ja wirklich ganz, ganz viele Antworten, wo einen dann die Fragen endlich mal beantwortet werden. Vor allem aber auch in Ihren E-Books, ja. Sie haben ja auch wirklich einige E-Books geschrieben. Ich glaube, ein ganz neues ist jetzt auch raus. Vielleicht wollen Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, gerne. Ja. Das Neueste, was jetzt im Sommer erschienen ist, nennt sich das On-Off-Beziehungsdrama. Es gibt ja diese Dynamik, da der Narzisst ja ein Problem mit Bindungen hat und auf der einen Seite zwar Nähe sucht, aber wenn er dann sich in der Nähe befindet, das eigentlich nicht aushalten kann und dann wieder in die Distanz geht. Dadurch kommt immer dieses Nähe-Distanz-Spiel in einer Beziehung zum Tragen, was Betroffene sehr qualvoll erleben. Und die dahinterliegende Dynamik, ne, warum ist das eigentlich so und was passiert da? Das wird in diesem Buch sehr ausführlich beschrieben.
geblieben, weil viele sich eben in diesen On-Off-Beziehungen befinden. Man kann eigentlich nicht ohne den anderen, aber wenn man wieder zusammen ist, dann klappt es auch irgendwie dauerhaft nicht richtig. Die Stabilität ist in dieser Beziehung einfach nicht da. Und dazu dient eben dieses Buch, dort ein Bewusstsein zu schaffen, was sind da eigentlich für Mechanismen im Hintergrund ganz genau. Vorhanden. Ne? Richtig, genau. Ja. Dass man eben da diese Antworten findet, denn wenn man da so mittendrin ist, versteht man ja sich und die Welt überhaupt nicht mehr. Genau. Und wenn man das Ganze erklärt bekommt, dass das ja wirklich ein Mechanismus ist, der dahinter steckt und dass das halt mit Liebe nicht so viel zu tun hat, obwohl es sich ja für viele so anfühlt, das ist dann, denke ich, auch schon mal eine ganz heilsame Erkenntnis, auf jeden Fall. Ja, wenn man sich so Ihre Website anschaut, man muss ja sagen, die ist ja wirklich, ja, die ist halt einfach mit ganz, ganz viel Liebe ins Detail auch gemacht. Und da stellt sich natürlich die Frage, was hat Sie denn dazu bewegt, da wirklich so eine umfangreiche Website zu machen, was ja auch viel Arbeit bedeutet, viel Zeit, die Sie da investieren. Wie kam das? Ja, es ist mein Wunsch, eigentlich hier Aufklärung zu betreiben, ne, über dieses Muster, was ja in allen Lebenssituationen immer wieder anzutreffen ist, ob es nun sich immer um einen krankhaften Narzissmus handelt, sei ja mal dahingestellt. Aber es sind immer wieder so, man kann ja auch in normalen, ich sag mal, Situationen, wo man vielleicht mal ein bisschen überreagiert, plötzlich zu narzisstischem Verhalten greifen. Und das einfach zu erkennen, ne? Welche Anteile habe ich selber in mir, aber was passiert eigentlich, wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der wirklich unter einer Persönlichkeitsstörung leidet und diesen Narzissmus in übersteigerter und krankhafter Form auslebt, und wie kann ich mich dafür schützen, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich damit umgehen. So, und das habe ich natürlich teilweise selber aus eigenen Erfahrungen leidvoll erfahren und mir erarbeiten müssen und habe dann irgendwann angefangen, dieses Wissen für andere auch über diese Webseite zur Verfügung zu stellen. Und dann kamen natürlich über viele Betroffene und Leser Fragen, weitergehende Fragen, und so ist die Seite letztendlich gewachsen. Die Kernbotschaft ist aber eigentlich, und die Kernaufgabe der Seite soll aber in erster Linie die Aufklärung sein. Und darüber hinaus eben dann auch Lösungsmöglichkeiten anbieten, wie ich damit umgehen kann, wenn ich mit einem Narzissten zu tun habe, oder wie ich mich aus so einer Beziehung auch lösen kann. Ganz genau. Ja, man muss irgendwo eigene Erfahrungen damit gemacht haben, sonst kann man das ja überhaupt gar nicht verstehen, weil das, dann ist ja dieser Effekt da, den viele Angehörige von Betroffenen haben, die gar nicht wissen, warum man da so leidet, warum man da so ewig drin hängt. Und wenn man das einfach selbst erlebt hat, dann weiß man auch, wovon man spricht, und vor allem, wenn man da rausgekommen ist und viel draus gelernt hat, weiß man ja auch diese Wege. Und das ist ja genau. Das Tolle, dass Sie eben auch Beratungsgespräche anbieten, ja auch eine Hotline haben, also wirklich auch erreichbar sind für die Betroffenen. Was sind da so die meisten Fragen, oder in welchen Situationen werden Sie da kontaktiert, wo sich die Betroffenen da befinden? Es geht eigentlich auch quer durch alle Situationen, die man eigentlich haben kann. Am meisten ist es natürlich bei Fragen, die die Trennung von einem Narzissten in einer Beziehung beinhalten. Also wie kann ich mich am besten trennen, wenn ich mich getrennt habe, wie werde ich ihn endgültig los, weil Narzissten ja dazu neigen, den Partner auch nach der Trennung noch zu belagern. Und dann ist das schon mit einer eigenen Dramaturgie unterlegt, wie man sich eigentlich wirklich aus so einer Beziehung lösen kann, weil der Narzisst den Partner einfach nicht so einfach freigeben möchte. Also das ist natürlich eine Kernfrage, die immer wieder gestellt wird. Sehr häufig habe ich aber auch die Frage, ob es sich denn bei meinem Partner überhaupt um einen Narzissten handelt. Viele sind sich unsicher. Oft arbeiten Narzissten ja auch mit dem Vorwurf, dass der andere der Narzisst ist und dass der andere eigentlich egoistisch und rücksichtslos ist. Das heißt, das, was man eigentlich dem Narzissten vorwirft, projiziert er auf den anderen wieder. Und dann besteht diese Unsicherheit, bin ich jetzt der Narzisst oder ist er der Narzisst? Habe ich es eigentlich jetzt wirklich mit einem Narzissten zu tun oder nicht? Also da sind auch immer sehr viele Fragen zu diesem Thema. Und darüber hinaus gibt es dann eben auch Situationen, dass man einen narzisstischen Elternteil hat, dass man narzisstische Geschwister hat. Sehr häufig auch Fragen, dass man jemanden kennt, der sich in einer narzisstischen Beziehung befindet und dem gerne helfen möchte, aber nicht weiß, wie man sich eigentlich da richtig verhält, weil der andere eigentlich sein Schicksal noch gar nicht richtig erkannt hat oder auch nicht erkennen will. Der Außenstehende aber meistens dann ja einen klareren Blick drauf hat und da irgendwie helfen möchte.
Und da wird auch sehr, sehr häufig das Beratungsangebot in Anspruch genommen. Also ja wirklich ganz super. Vor allem, es gibt ja auch mittlerweile wirklich viel mehr Informationsquellen, ja, dank dem Internet, ob jetzt hier bei YouTube oder Internetseiten oder Facebook-Gruppen, die da aufklären. Merken Sie auch, dass die Betroffenen da auch schon mehr Vorwissen haben als noch vor ein paar Jahren, dass die da wirklich schon nicht ganz so aus den Wolken fallen? Es kommt natürlich darauf an, wo man steht, aber merken Sie das auch, dass die Aufklärung wirklich auch sich verbessert hat insgesamt? Ich merke das daran, weil die Fragen spezieller werden in den letzten Jahren. Also am Anfang, da wurde ich häufiger noch, ich sag mal, wegen dem kleinen Einmaleins des Narzissmus befragt. Ne, das ist eigentlich in den Hintergrund getreten, weil eben wahrscheinlich schon über viele Kanäle, Webseiten, YouTube-Kanal, wie Sie es eben richtig erwähnt haben, viel, viel Aufklärungsarbeit ja geleistet wird und viele darüber berichten und dann ist eigentlich irgendwann jedem auch klar, was ist Narzissmus, wie erkenne ich ihn. Also so die einfachen Fragen fallen dann eigentlich weg. Dann geht es eigentlich mehr darum, die konkrete Lebenssituation zu behandeln. Ich habe jetzt in meiner Situation den Fall X und wie kann ich eigentlich da jetzt speziell mit dem Wissen umgehen und das anwenden oder was kann ich da tun? Also es wird spezieller. Und das ist eigentlich auch wieder das Schöne bei der Sache, dass man dann eigentlich Klienten hat, mit denen man eigentlich nicht bei Adam und Eva anfängt, sondern schon ein bisschen fortgeschrittener arbeiten kann und tiefer in das, schneller, tiefer in das Thema eintauchen kann. Also das merke ich schon, dass die Leute, die Menschen aufgeklärter zu diesem Thema sind. Ah, das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Ja, dass die Narzissten ja vielleicht aussterben bald, wenn man immer aufgeklärter ist und wenn man die einfach erkennt. Wie ist denn das bei Ihnen? Ja, begegnet Ihnen noch Narzissten? Erkennen Sie diese sofort im ersten Moment oder wie hat sich das für Sie verändert jetzt, wo Sie so viel auch darüber selbst erfahren haben, so viel wissen? Wie gestaltet sich das in Ihrem Leben? Naja, ich erkenne das natürlich relativ schnell, vor allen Dingen den offenen Narzissmus, der also so ganz selbstherrlich und arrogant daherkommt. Das dürfte eigentlich für den meisten eigentlich kein Problem mehr sein. Viel schlimmer ist ja eigentlich der verdeckte Narzissmus, der wirklich so schleichend daherkommt, wo man noch nicht so richtig erkennen kann, steckt da eigentlich jetzt ein gestörtes Verhalten dahinter, ist das jetzt mal nur ein Ausrutscher oder manifestiert sich das in der Beziehung erst noch mehr? Das ist ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich kann man natürlich durch diese vielen Frühwarnsignale, die ja eigentlich am Anfang einer Beziehung immer vorhanden ist, sind eigentlich dann auch schnell darauf schließen. Es bedarf natürlich ein bisschen der Übung, ein bisschen der Schulung, den Blick dafür, das Gefühl dafür. Ist es jetzt einfach nur mal situativ bedingt ein Verhalten, was ein bisschen komisch ist, oder setzt sich das eigentlich mehr oder weniger in fortlaufenden Verhalten immer weiter, immer wieder fort und wiederholt sich auch immer wieder? Und immer wieder, das ist das Erstaunliche, egal wen ich berate, jeder bestätigt mir, dass am Anfang eigentlich schon immer irgendwelche Sonderbarkeiten zu erkennen waren, über die Betroffene dann aber leichtfertig und geradezu nachlässig darüber hinweggehen, weil sie eigentlich nur das Positive und das Tolle an dem Narzissten sehen möchten. Er kann sich ja auch gerade am Anfang wunderbar inszenieren. Und dann richtet man den Blick einfach nur auf diese positiven Seiten, obwohl eigentlich schon so manchmal Taktlosigkeiten, Hemmungslosigkeiten, eigentlich Grenzüberschreitungen stattfinden, die man aber eigentlich nicht richtig in die Waagschale hineintut. Und dafür sollte man seinen Blick eigentlich ein bisschen öffnen. Und wenn sowas eintritt, dann gucken, gibt es da Wiederholungen? Und wenn dann also im Laufe einer kurzen Zeit doch immer häufiger Wiederholungen da sind, also dann sollte man sehr, sehr vorsichtig werden und mal seine rosarote Brille wirklich zur Seite legen. Ganz genau. Ist ja wirklich auch entscheidend, dieses Bauchgefühl, ne? Also ich erinnere mich, ich glaube, heute kam sogar ein neuer Newsletter rein über Ja, das heute habe ich das zum Bauchgefühl. Thema, ja, genau. Ja, weil das so verdammt wichtig ist. Ja, das ist ja das, was ich mit meinen Klienten auch immer wieder feststelle. Von Anfang an war so ein komisches Gefühl da. Und Genau. wenn man sich das einfach merkt und das als Alarmzeichen nimmt, da muss man noch gar keine Fakten auf dem Tisch haben. Eigentlich reicht das dann schon aus, zumindest zu wissen, der muss jetzt nicht ein Narzisst sein, aber der tut mir nicht gut. Alleine das ist ja schon mal Richtig, ganz wichtig, diese Grenzen genau. dann zu ziehen.
Super, Herr Grüttefien, wir sind schon am Ende von den vielen Fragen angekommen. Sie haben das ganz prima Ja. ausführlich beantwortet. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich denke mal, dass viele von denen, die heute zuschauen, auch mal auf Ihrer Website vorbeischauen, wenn sie nicht schon längst da gewesen sind, aber jetzt vielleicht noch mal neu reinschauen, gerade auch wegen den neuen E-Books. Oder meldet euch im Newsletter an, ja, weil da kriegt ihr immer wieder auch neue Informationen rund um den Narzissmus, und es soll einfach helfen, da mehr Klarheit reinzubringen und eben auch zu wissen, dass es da Lösungen gibt, ja, dass man aus diesen Beziehungen rauskommt und dass man auch ohne die Narzissten wieder glücklich werden kann. Und ja, das soll halt eben ja die Botschaft sein für die, die heute dieses Video anschauen, ja, dass es da viele, viele Möglichkeiten gibt und viele, ja, Dinge, viele Internetseiten, viele Videos, wo man eben Antworten finden kann. Also schaut ruhig mal vorbei auf Umgang, ich sag mal ganz genau die Seite, www.umgang-mit-narzissten.de. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Antworten und ganz viele Informationen. Ja, Herr Grüttefien, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wir bleiben im Ich danke auch für Kontakt. das Gespräch. Machen Sie weiter so eine schöne Arbeit und bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch zu meinen Zuhörern, Zuschauern jetzt auch noch Tschüss, und ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich danke für deine Aufmerksamkeit, dass du heute dir die Zeit für dieses Video genommen hast. Und das ist ja deine wertvolle Lebenszeit, und deswegen, ja, bleibt mir jetzt gar nichts weiter zu sagen, als dir nochmal meinen Lieblingsspruch zu sagen, denn jeder Tag ist ein Geschenk. Also mach was draus und nutze diesen Tag, gleich heute was zu verändern oder dir ganz viele wichtige Informationen auf umgangmitnarzissten.de zu suchen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.